Die Saison ist fast vorbei. Im Moment passiert nicht mehr so sehr viel. Es laufen nicht mehr so viele Pferde, vielleicht jetzt noch 5 oder 6. Die Rennen werden ja auch weniger und viele Pferde gehen in Winterpause. Jetzt ist man natürlich hauptsächlich beschäftigt mit den Jährlingen. Die werden eingeritten, fangen dann an rauszugehen, zu galoppieren. Ja, und ansonsten kommt jetzt so mehr die ruhigere Zeit des Jahres für Trainer und Pferd. Und ja, ansonsten, wie gesagt, läuft alles gut. Ich hoffe natürlich, dass es ähnlich gut wird wie dieses Jahr. Vielleicht noch mit dem anderen, ein oder anderen noch größeren Highlight. Mal schauen. Ich habe natürlich ein paar gute Zweijährige von diesem Jahr, wo wir nächstes Jahr mit 3-jährig in den klassischen Rennen schon mit Hoffnung dabei sind. Wenn ich jetzt an See the Moon denke zum Beispiel, vielleicht ein Pferd fürs Derby. Und auch bei den Stuten haben wir sehr viele, die 2-jährig schon gewonnen haben, die schon gezeigt haben, dass sie richtig schnell laufen können. Und da kann man richtig hoffnungsvoll ins neue Jahr gehen. Ich hoffe natürlich, dass die Pferde gesund bleiben. Das ist immer das Wichtigste und die Voraussetzung, dass sie dann auch gut laufen. Ja.